Das Thema mit dem Selbstwertgefühl geht dann nahtlos zur Selbstliebe über. Und Selbstliebe wird leider oft mit Egoismus oder Arroganz gleichgestellt. Doch die Selbstliebe zu aktivieren, finde ich für besonders wichtig. Ich bin der Meinung, nur wenn du dich selbst liebst, dann kannst du auch erwarten, von anderen geliebt zu werden. Denn wie willst du etwas geben, das du selbst nicht hast?